Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit dem Minderstarter. Okay, dann machen wir mal weiter. Okay, alles klar, dann machen wir mal. So, und zwar setzen wir uns jetzt erstmal an etwas Besonderem ran. Und zwar, was heißt besonders? Wir setzen uns an die Monster Arena nochmal ran. So, und da wollen wir ja ein bisschen progressen. So, ich nehme einfach mal zur Sicherheit schon mal hier Unbeirrbarkeit einfach mal rein. So, im Fall der Fälle wollen wir ja natürlich irgendwie einsatzbereit sein. So, gucken wir mal, ob wir noch andere Sachen hier finden, die wir gebrauchen können. Trägt dafür Umkleideschutz, Inhalt Gift. Eigentlich ist das mir relativ egal. So, Weißmagierin passt als Job eigentlich ganz gut schon. Für Pain in dem Fall. Gut. Kreaturenkreation. So, und zwar. Wir wollen ja sowieso erstmal das nächste Turnier freischalten. Dafür müssen wir das Standardturnier nochmal absolvieren. Das kriegen wir wahrscheinlich locker easy hin, das ist gar kein Thema. Warum ich jetzt Unbeirrbarkeit gewählt habe bei Yuna, ist eigentlich wahrscheinlich ganz klar. Ich will für den Fall der Fälle einfach gerüstet sein, weil Flora halt eben ziemlich effektiv ist. So. So, kann sein, dass Pain jetzt hier gerade ein bisschen unnütz ist im Weißmagier-Kostüm. Deswegen switchen wir das einfach mal kurz eben um. Ach so, ja, ich habe es jetzt sogar irgendwie zum Ende des Kampfes sogar nicht mal geschafft. Ist ja auch relativ egal. Ja, okay, bei dem Gegner ist es jetzt schon wieder ein bisschen anders. Warte, Moment, stopp. Ja, da gibt es ja auch noch solche Zustände wie Confused. Das ist ein bisschen crazy, Daisy. Sollte man ein bisschen aufpassen. Ja. Angriff. Hauptsache HP nicht vernachlässigen, alles gut. Solange ihr jetzt nicht in Confused da reinhauen, ist alles gut. Oh, und ich bin im Confused. So, Medica. Luna. Ja, benutzt einfach eine X-Potion. I fucking love you, ey. So, und Yuna ist tot. Na, so soll das auch sein. So, Erzengel. So, ist eh egal. Don't worry, I've got your back. Haben wir eh gleich im nächsten Kampf wieder voller MP, also kann ich auch Erzengel raushauen in dem Fall. Dankeschön. Kapsel L, da kann man auch gebrauchen, auch wenn ich ein Monster Dings sowieso nicht mache. So, wartet mal. Aber in vielen Fällen. Okay, ich kann dem. Ah, ich hätte vielleicht Dunkelritter da reinpacken sollen. Eisfront gelernt. Naja, wenigstens lernt jetzt Yuna auch da mal was ein bisschen. So. Oha, Killerstachel, du willst mich umbringen, ne? Oh, aber ich wurde nicht umgebracht von der Attacke, also ist alles gut. Alles klar, ich denke mal, wir haben das Turnier jetzt überstanden und müsst jetzt eigentlich das nächste kriegen. Sieg! Unerschütterlich erhalten und jetzt in der Arena das Standardturnier Pro. Sehr geil. So, Turnierteilnahme, Standardturnier Pro. So. Ein Bomber und ein Ariman. Mal gucken, was sie können. So, wir hauen einfach mal erstmal ganz normal drauf. Und beten ein bisschen, dass alles gut läuft. Starrer Blick. Hä? Das sieht mir aus wie Stopp. Alright, let's finish this. Okay, das kann man ganz normal auch mit Medica kurieren. So, dann nochmal das gleiche auf Yuna. So, starrer Blick hat jetzt Dings abbekommen. Jetzt weiß ich nicht. Allheilmittel wird's wohl tun. Okay, jetzt hat's zum Beispiel niemanden. Jetzt hat's gerade niemanden erwischt in dem Fall. Oh, Puddinge. Puddinge sind eigentlich immer gut. Puddinge sind eigentlich sehr gut. Habe ich jetzt das... Moment, aber die Puddinge gehören doch noch zum anderen Turnier, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe jetzt das Standardturnier Pro ausgewählt. Wäre doof, wenn nicht.
Hä? Die sind doch viel zu weak. Ja, genauso weak wie die anderen. Na, in dem Fall könnte ich doch auch hier sowas benutzen, ne? Flammschwert. Ist doch eigentlich tausendmal effektiver, oder nicht? Na doch. Haut zumindest mehr rein. Perfekt, das ist schön, dass du störst. Und bam! Da. Ja. Next. High Potions. Let's do it. Okay, das ist Birdie Bird. Da. Das ist jetzt ärgerlich. Und zwar, sie was der Hit versteinert. Okay. Ja, genau. Okay. Alter. Flora, Flora! So. Techno. So, wir sind hier wenigstens halbwegs immun. So, dann können wir ja Dings machen. Ein paar gute Sachen. Mal gucken. Vielleicht. Autsch. 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 Hartes Blatt ist schon mal keine schlechte Entscheidung. Ja, ein bisschen Techno. Okay, gegen Techno immun. Das kann ich mir schon mal merken. So, Barriere. Ja, keine Ahnung. Kann man auch machen. So, weißer Honig. Weißer Honig nehme ich. So. Nur blind kann ich das Ding nicht machen. Tote Blüte wird eh nicht funktionieren. Tobsucht. Gemach. Gemach könnte man ausprobieren, ja. Aua. So, was machen wir jetzt? Harter Kern, Spiegelblüte. Ne, machen wir weiße Pollen erstmal. Ja, und ansonsten einfach mal normalen Angriff. Alter, der macht so viel Schaden aber nur. Okay, das bringt nichts. Traumpollen. Macht ein bisschen Schaden und Dings. Ich kann mich nicht mal so schnell gegenheilen, glaube ich, als der Schaden macht. Ja, weißer Honig hilft jetzt ein klein wenig in dem Fall. So. Okay. Ich brauche irgendwas, was Schaden macht. Erteilt welchen Schaden? Honigbrocken. Das hat vorhin, glaube ich, Schaden gemacht, ne? Bin mir fast sicher, dass er Schaden gemacht hat. Hey, da muss ich jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Aber wie es aussieht, kann ich mich schnell genug hochheilen. Hä? Diesmal macht das einfach nichts? Aber Sinnespollen hat auf jeden Fall vorhin... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass von diesen Flora-Flora-Kostümen aber die Sachen halt irgendwie ziemlich oft daneben gehen. Oha, wie viel Schaden das macht einfach nur. Aber wir leben, wir leben, wir leben. Alles ist gut. Ey, der Name Rook übrigens, ne? In WoW heißt, glaube ich, auch irgendein Boss. Das ist auch so ein fliegendes Etwas. Heißt auch, glaube ich, Rook. Und das ist sogar ein Weltenboss in WoW gewesen. In Walls of Draenor, meine ich jetzt gerade. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Oder ich weiß nicht, ob wir noch hartes Blatt haben. Ich glaube schon. Ich mach's einfach mal trotzdem mal zur Sicherheit nochmal. Alter. Gift kann man auch nicht mal dem machen, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich das schon ausprobiert habe. So. Heilen tue ich mich noch, das ist sehr gut. Na, das funktioniert nicht, okay. Das Ding ist so gut wie gegen alles immun eigentlich. Aber langsam oder sicher müssen wir das Ding eigentlich kaputt machen. Okay, das hat wehgetan. Ja, jetzt ist definitiv hartes Blatt weg. Und wenn man hartes Blatt used, während es noch aktiv ist, bringt das anscheinend gar nichts, merke ich gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, und Sinnespollen macht tatsächlich einfach nur ganz konstant Schaden. Das ist gut. Okay, alles klar. Mich juckt es eigentlich fast in den Fingern, bei dem einfach zu gucken, bei den Gegner, gegen was er denn bitte dann anfällig ist. Ich glaube, mein weißer Honig ist auch erloschen.
Oh, manchmal hauen wir echt krasse Hits rein. Aber wie viel Leben hat das Ding denn? Panikpollen, was ist das denn? Okay. Gucken wir mal, ob das auch Schaden macht. Oh nein, nicht nochmal weißer Honig. Ich wollte eigentlich hier wirklich heilen. Oh shit. Oh shit. Na doch, das macht auch ganz normalen Schaden. Also kann ich auch bedenkenlos usen. Na, weiße Pollen bitte. Ah, das Ding macht mich fertig. Aber gut, so leveln wir wenigstens wieder dieses Kostümchen. Das ist ganz gut. Flächenschaden plus Magieverlust, Angriffsverlust. Pluralbombe, ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft, sowas zu usen bei dem. Obwohl mir Heilung schon relativ wichtig ist. Ich weiß jetzt, stand da gerade immun oder so, oder? Verdammt. Komm, heil einfach, heil einfach. Komm, wir sagen einfach nur ganz das Heil. Heil, heil, heil und dann ist es gut. Ist besser. Oh nein. Sag mir nicht, das Ding ist schon wieder erloschen. Egal. Einfach weiter Angriff. Einfach weiter Angriff. Oh ja, das Ding ist fast fertig. Das Ding ist fast durch, ey. Sehr beruhigend. Jawoll! Alter! Das ist ja ein Boss des Jahres, Alter. Was ist das denn hier? Oh. 7! Oh Mann, Kräfteband. Jetzt in der Arena das große Turnier. Was ist das Kräfteband? Kann ich mir das mal eben ganz kurz angucken? Ich weiß nicht, was das ist. Moment, ne, nicht zur Monster Arena. Ich wollte eben noch gucken. Monstererschaffung, ja. Zum Schiff. Ich weiß gar nicht, ob man hier anderweitig auch ins Menü kann. Oha, wieso bist du Schwarzmagierin? Achso, ja, da war ja noch was. Unerschütterlich. So, Wachstum. Fördert Wachstum. Das ist eigentlich krass, ey. AP mal 3, wenn man alle Dinger da umgeht. Oh mein Gott. Ja. Was ich hier eigentlich noch gucken wollte, ist Kräfteband. Ist das jetzt... Angriff plus 20, joa. Das ist sexy. Was will ich denn mehr haben? Mehr HP? Mehr Abwehr? Oder mehr Kraft? Finde ich schon gar nicht schlecht, ey. Das... Boah, wenn man jedes Mal übrigens das bekommen würde, hier Kräfteband, lohnt sich das sogar, das Turnier einfach mal zu wiederholen. Na. 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 Was ist jetzt mit meinem Gehirn? Kräfteband ist hier vorne. Ja, dann Kostümpalette. Eben kurz was umswitchen. Unbeirrbarkeit. So, zack. Ich will aber meinen Dunkelritter da unten sehen. So, okay. Garrick ist noch nicht überzeugt, aber den Rest überlassen wir lieber dem ältesten Kimari. Ja, ja. So. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das dritte Turnier jetzt auch nochmal hin. So. Oha, warte mal. Das große Turnier scheint groß zu sein. Oh ja, okay. Ey. Ey, nee. Ey, nee. Ey, nee. Ey, wer hat dich denn eingeladen? Okay, my friend. Bombe mal, hartes Blatt. So, Panikbombe, du kriegst alles ab, my friend. Ohne Scheiß. Ich weiß ja, wie ich dich hier besiegen muss, von daher. Ich weiß ganz genau, wie ich dich besiegen muss. Und du weißt auch ganz genau, wie du mich platt machen kannst, wahrscheinlich. Ich habe Angst vor dir. Autsch, autsch, autsch. Oh, ich muss irgendwie meine HP wieder regenerieren. Und zwar schnell.
Ja, genau. Geh ruhig auf irgendwelchen anderen Teilen da von mir rauf. So. Ich müsste das jetzt eigentlich so gebacken kriegen, wenn ich hier ein bisschen auch uns meinen Speed erhöhe. So, wenn ich einfach dieselben Sachen einfach ganz nett mache. So, solange meine Rüstung nicht aufgehoben ist, will ich auch gar keine weiteren Experimente machen, weil das hat ja vorhin eigentlich relativ gut funktioniert. Deshalb lasse ich das einfach mal genauso. So, Aschepollen, was man auch eigentlich theoretisch machen kann, ist, dass ich uns Protest aufsetze. So, stopp. Und zwar, wir haben zwar hartes Blatt, aber da gab's, hatten wir nicht noch was, was wie Protest? Fix Flora, das ist doch auch was, was wir machen könnten. Also was Essentielles eigentlich. Ja, Turbo mal 2. So, ich habe irgendwie das Gefühl, unser Dings ist erloschen. Stopp, hartes Blatt. Da ist definitiv was erloschen, was nicht erloschen werden sollte. Hartes Blatt, so. Ich glaube, weißer Honig ist auch erloschen, genau. Das wollen wir auch wieder kurz refreshen. So, was ist ein Aschepollen eigentlich? Den muss ich mir auch nochmal gleich angucken. Scheiße. Da, Aschepollen und Stein. Guck mal, das wäre lustig, wenn ich den aufversteinern könnte, den Arsch, ey. Das hätte der so richtig verdient, wenn ich das könnte. Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass der das kann. Nein, er ist natürlich immun dagegen, aber ja klar, oder? Ich meine, was sollte da auch anderes dabei rauskommen? So. Bis jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir regenerieren uns. So, wir haben noch unser Schild. Und er macht wieder dicken Schaden, merke ich gerade, oder? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich macht er noch normalen Schaden. Jo. Wir haben immer noch Protest, alles gut. Immer noch Protest. Schlusslicht-Ability gelernt. Na gut, kann man machen. So, also, wir haben das Viech erstmal wieder platt gemacht, was ganz gut ist. So, dafür gibt es auch ordentlich immer XP. So, 2 X-Potions. So, das ist schon mal als Belohnung gar nicht mal so schlecht. So, weil es so schön ist. Guck mal. Ich bin einfach gegen Zustandsveränderungen immun als Floral. Also, finde ich, ist das einfach nur total geil, wenn man das nutzt. So, Schlusslicht. Oh, was ist das denn für ein Kram? Stein. Ich wette, so ein Kram funktioniert zwar nicht, aber das kann man ja ausprobieren. Ich denke mal, man kann hier kaum irgendwas mit Gegner machen. Oder? Also der andere wäre jetzt nicht dagegen immun gewesen. So, Stopp. Könnte man auch probieren, so direkt spontan mal eben. So, Pluralzauber könnte ich aber verwenden. So. Flamenco. Schlusslicht ist übrigens gar nicht so schlecht. Ja. Und wenn es mal eng wird, kann ich auch weiße Pollen nutzen. Also das Kostüm ist schon sehr powerful, ja. So. Gucken wir mal. Honigbrocken, so. Hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Panikbombe kann man machen. Einfach mal Dings. Flamenco ist in diesem Fall natürlich ein bisschen besser. So, Stopp ist. Das ist geil. Das ist geil. Wenn man weiß, was gegen was die Gegner immun sind und was nicht, kann man schon gut rumspielen mit diesem Kostüm. Das hat einfach alles. Okay, die anderen leveln jetzt dadurch nicht. Das ist ein bisschen Nachteil, aber ist auch egal, wie ich finde. Ja, das ist jetzt meine Easy-Mode-Taktik. Einfach, so kann ich natürlich ganz easy die Dings gewinnen, die Turniere. Vorerst. So. Machen wir mal hier. Auch Stopp wieder auf alle. Das wird ja wohl bei den meisten funktionieren. Denke ich. Gehe ich einfach mal von aus.
So, dann fix Flora hinterher. Ja, die sind halt ein bisschen teilweise immun gegen, ja. Na, oh, ganz nett, würde ich sagen. So, Stein. So, Schlusslicht, Angriff. Das ist cool. So ist das gemütlich. Wenn alle so Stopp haben, ja. Könnte ich mich dran gewöhnen. Tote Blüte. Könnte man auch mal ausprobieren. Ach ja, das ist entspannt. Hat funktioniert, oder was? Oh, cool. Ich finde das witzig so. Gibt's die ganze Zeit X-Potions für? Also, ich kann mich nicht beschweren. Oha. Vor allem, wie schnell das geht, ne? Das Kostüm ist aber nur mega krank dafür. So, Flamenco, dann hartes Blatt. Definitiv usen, so. Dann Stopp, ist immer gut, merke ich gerade. Das verschafft mir ordentlich Zeit. Ein bisschen Puffer. Ja, das macht hier auch noch Schaden, das heißt, das kann ich so weiter verwenden. So, dann Fixflora werde ich hier nutzen. So, Finalbolzen, das ist gut. So, Stein, vielleicht kann man die auch versteinern. Ich muss sagen, ich finde das richtig witzig so. Ja. Hat sie erledigt. Und, ey, das ist gut zum Solo-Leveln hier. Sieg! Yay! Und Festbesuch. Und warte mal, wir haben Festbesucher doch schon als Kostüm bekommen. Hä? Ich bin verwirrt. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben das große Turnier überstanden. Und müssen das theoretisch nochmal ein paar Mal machen, damit wir das nächste hier kriegen. Gut. Okay, alles klar. Aber wir machen ab diesem Punkt erstmal ein ganz kleines Päuschen, meine lieben Freunde. Deswegen sage ich aber mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Startox. Und danke fürs Anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Und ansonsten, keine Ahnung, irgendwas anderes im Kommentar. Ich freue mich über alles. Ciao.